Kapitel 4.4.6. Wie sieht die HTML-Darstellung der Alarmhistorie für den Anwender aus? Alle registrierten Alarme werden in einer Log-Datei aufgezeichnet. Diese lässt sich auf der Web-Benutzeroberfläche anzeigen bzw. als Anhang an einer E-Mail versenden. Folgende Informationen werden angezeigt: Datum, Zeit des Alarmereignisses, Aktion, der Wechsel der Alarmzustände, dieser Zustand könnte sein normal, der Status ist wieder normal, Alarm, der Alarm ist ausgelöst, ACK, der Alarm wurde bestätigt, Alarm, der dem Alarm zugewiesene Name, Auslöser, der Wert im Moment des Wechselns in einen anderen Zustand. Hinweis: Die Alarmhistorie wird nicht persistent gespeichert und ist daher nach einem Neustart des Gerätes geleert. Findet ein Neustart des Gerätes, zum Beispiel nach einem ETS-Download oder nach einem Firmware-Update statt, wird die Alarmhistorie gespeichert und geht nicht verloren. In der Alarmhistorie steht eine Filterfunktion zur Verfügung. Diese wird über die oberste Taste Filter gestartet. Es sind zwei Filterkriterien zu konfigurieren: Filtern nach dem Alarmnamen, Filter nach Datum und Zeit. Im Feld Namen kann ein Suchbegriff eingegeben werden. Mit der Taste Datum Filter freischalten wird die Konfiguration für einen Datums- und Uhrzeitbereich angezeigt. Mit der Lupentaste werden die Alarme nach dem Suchbegriff durchsucht. Mit der Refresh-Taste wird die Seite aktualisiert. Mit der Pfeiltaste können die selektierten Alarmdaten als XML-Datei exportiert werden. Die Datei alarm-log.xml kann direkt im Browser angezeigt werden bzw. mit einer Tabellenkalkulation verknüpft werden. Hinweis: Für eine korrekte Alarmsignalisierung mit aktuellem Zeit-Datumstempel ist das Setzen des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit erforderlich. Siehe auch Kapitel 1.2. Dafür ist der Empfang des aktuellen Datums und der Uhrzeit über den KNX-Bus bzw. die Übernahme des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit von einem Zeitserver erforderlich. Bei nicht aktuellen Werten für Datum und Uhrzeit werden falsche Alarmereignisse angegeben. Ist ein Datumswert aus dem Jahr 2006 eingestellt, zum Beispiel nach einer Spannungsunterbrechung, werden die Alarme nicht in der Alarmhistorie gespeichert.